Hier, die Meerschweinchen haben eine schöne Tierecke, da sind die Männchen und Weibchen sind getrennt in Zimmern. Also, wenn vielleicht Kinder zu Hause keine Tiere halten können, dann können die das halt hier streicheln oder ja, auf den Arm nehmen. Oh nein! Sag doch mal, Brownie, wo ist Brownie? Hier. Mhm, und wer ist Brownie? Ein Teddy. Ein Teddy was? Ein Teddybär. Die Meerschweinchen kommen aus Südamerika. Die sind 1588 zum allerersten Mal in einem Schiff mitgenommen worden, wo die spanische Armada in Amerika eingetroffen ist. Also Meerschweinchen sind nach der Geburt nicht nackt, sondern die haben schon Fell und schon offene Augen und können halt direkt schon laufen. Also sie fressen auch seit der Geburt an Heu und auch Obst und... Und was trinken sie? Wasser. In der AG-Tierecke muss man die Laschnaufen und die Möhren und Äpfel in Stückchen schneiden und sie dem Meerschweinchen geben. Danach kann man die Meerschweinchen noch streichen. Es gibt ein Meerschweinchen. Es heißt Lisa. Sie frisst eine Möhre. So, dann guck mal vorne, wie viel Gramm das wiegt. Kannst du es lesen? Ich glaube, es ist stoppen. Ungefähr? Bleibt ihr denn? Wir müssen noch die Schalen alle sauber machen. Also die Tiere versorgen. Was stellen die manchmal hier fest? Dass sie überhaupt keinen Bock haben, dann das zu pflegen. Aber was wollen sie lieber machen? Mit dem Kuscheln, also mit dem Tier kuscheln. Ja, und Kinder, die jetzt merken, dass Meerschweinchen viel Arbeit machen, was sagen die dann manchmal? Ja, ich will gar kein Meerschweinchen, das ist viel zu viel Arbeit und so. Und dafür habe ich auch gar keine Zeit.